Hi und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X und ich habe mir über die Nacht so 300 Milliarden zusammengefarmt, die ich jetzt einfach mal für ein paar Golden Eggs, denke ich mal, ausgeben würde und ein paar normale, damit wir ein bisschen fusen können und dann kann ich ein paar Fuse-Tricks zeigen. Ich habe ja auch noch ein paar Pets im Inventar. Ich habe sehr, sehr viele Pets im Inventar. Oh mein Gott, die kann ich ja auch mal irgendwann mal verfusen. Mal schauen, was ist überhaupt so die Top-Players Worldwide? Bin ich da drin? Bin ich einer der Top-Players Worldwide? Theoretisch schon. Praktisch glaube ich nicht, weil ich werde da auch nicht angezeigt, schätze ich mal, oder? 1,8 Millionen. Hier steht nicht mein Name, also denke ich auch nicht, dass ich im Leaderboard bin, oder? Mal schauen. Und nee, bin ich nicht. Okay, ich verstehe dieses Leaderboard nicht. Ja, egal, Leute. Lasst ein Like da und abonniert auch meinen Kanal. Weil nur 25% meiner Zuschauer haben auch wirklich meinen Kanal abonniert. Und ich bin gerade auf der Jagd nach den 2000 Abos. Also, ich würde mich über ein Abo sehr, sehr freuen. So, Leute. Erstmal jetzt aber einen Boost reinhauen. Zwei Boosts reinhauen. Und ich habe schon wieder vergessen, beim Shop meine Rank Rewards zu redeemen. Das muss ich noch schnell davor machen, bevor ich auch meine Boosts reinhauen kann. Okay, gehen wir erstmal zu den Rank Rewards. Perfekt. Und redeemen wir einfach mal ein paar. Ab zum Fantasy Shop wieder. Und jetzt einfach mal ein paar Eier öffnen hier. So, Exclusive Shop. Und die paar Boosts. Ich habe jetzt mittlerweile schon wirklich ein paar Ultra Lucky Boosts zusammengespart. Aber jetzt machen wir erstmal ein paar goldene Eier auf. Dafür muss ich aber auch meinen Sound noch einschalten. Oh mein Gott. So, okay, los geht's. Und das erste Legendary in Golden. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir so. Nächstes Eck. Bekommen wir nur 3 Empyrean Stallions. Meine Güte, noch ein Empyrean Dragon Legendary. So, nächstes Ei, Leute. Wieder ein Gold Egg. Und ich hoffe wirklich, dass ich heute mal ein Mythical ziehe. Mal wieder, sagen wir so. Dass ich mal wieder ein Mythical ziehe. Das ist meine Hoffnung. Okay, noch sieht es noch nicht so aus. Machen wir noch ein paar normale Eier dazwischen einfach mal. Mal ein paar normale Eier dazwischen. Noch ein Legendary Empyrean Dragon. Sehr, sehr schön. Hier bekommen wir auch ein paar Epics raus. Ich habe noch gar keine Fusing Methods mit den goldenen Pets versucht. Nur mit den normalen bisher. Wir können ja mal schauen, was daraus wird mit den goldenen Pets. Mal sehen, mal sehen. Aber jetzt kaufen wir erstmal weiter ein und wir bekommen keine guten Pets gerade. Und ich habe schon fast 100 Milliarden verbrannt hier. Oh mein Gott, wie viel Pet Storage habe ich überhaupt noch? Ja, ich habe noch einiges über. Dann kann ich noch ein paar normale Eier öffnen. Ein paar normale Fantasy Eggs. Zum Fusen. Ich brauche ein paar Empyrean Snakes dafür. Okay, neuer Empyrean Dragon. Sehr, sehr schön. Gefällt mir so. Die Empyrean Foxes könnte ich auch eigentlich noch behalten, weil ich gerne auch ein paar mehr Legendary Empyrean Foxes, Rainbow Empyrean Foxes haben will. Und 2 neue Empyrean Dragons. Legendary ist sehr, sehr schön. Gefällt mir so. Ein paar Empyrean Snakes. Und jetzt können wir mal wieder ein paar goldene Eier aufmachen. Einfach ein bisschen abwechseln zwischen den ganzen Pets. Und es wird jetzt wirklich mal Zeit für ein Mythical, aber ein Legendary nehme ich natürlich auch an. Da kann ich mich natürlich auch nicht beschweren darüber. So, machen wir weiter mit diesen normalen Empyrean Eggs mal. Ein paar Empyrean Stallions. Ja, ist okay. Ist okay, was soll ich sagen? So, ein paar Foxes. Ja, mein Gott. Okay, aber ein paar neue Golden Eggs und ich bekomme nichts Gutes daraus. Neuen Empyrean Dragon Legendary, sehr, sehr schön. Neuen Empyrean Dragon Legendary, sehr, sehr schön. Und noch kein Mythical, aber bis jetzt immer noch kein Mythical. Wir sind down zu fast 100 Milliarden. Wie viel Pet Storage habe ich? Noch einiges, dann mache ich jetzt noch ein paar normale Eier auf. Ein paar normale Eier jetzt einfach noch. Wie viele von den Empyrean Dragons habe ich? Hier 4 Stück und da habe ich sogar schon 6. Dann kann ich schon mal einen neuen auf Rainbow machen. Das gefällt mir. Haben die überhaupt irgendwelche guten Enchantments? Nicht. Sehr gut. Dann machen wir einfach mal hier ein paar auf und hoffen auf noch ein Mythical Pet. Wäre nämlich ziemlich, ziemlich cool, noch eins zu ziehen. Noch ein Empyrean Dragon, sehr cool. Und ich habe jetzt auch 4 Boosts drin, also mein Gott, muss doch was werden, oder? Nein, es ist halt immer noch selten. Wie viel gibt es denn mittlerweile schon von? 1400 sogar. Okay, es werden mehr, es werden mehr. Werden einige sogar. Okay. Ich habe übrigens auch geplant, so ein Video zu machen, wo ich diese ganzen Eier hier hatche. Die Phantom Wolves und die Wyvern of Hades und alles. Die brauche ich ja auch noch. Das werde ich auch noch irgendwann machen. Jetzt gerade noch nicht, weil ich gerade noch nicht einfach das erfordern kann. Ich könnte es theoretisch schon, aber mal schauen. Irgendwann, vielleicht mache ich das morgen für ein Video. Ich farm heute noch ein paar Fantasy Coins und heute mache ich morgen das für ein Video. Das wäre eine Idee. Ja, ein paar Eggs. Ja, mein Gott, gib mir doch jetzt was Legendaries oder Mythical daraus. Jetzt wird es mal wieder Zeit für ein Golden Egg und für ein Mythical. Oder auch nicht. Empyrean Fox. Ah, Empyrean Snake. Meine Güte, wer braucht das schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es wird heute vielleicht doch kein Mythical Pet. Das wäre aber sehr, sehr schade. Ein paar Legendaries noch dazu. Sehr cool. Machen wir weiter mit nochmal einem Golden Egg und ich bekomme
nichts daraus. Und hier bekomme ich nichts daraus. Und aus dem goldenen Eck bekomme ich nichts. Sehr, sehr schön. Das ist das, was ich sehen will, ganz sicherlich. So, neues goldenes Eck. Und ich bekomme daraus einen Empyrean Dragon. Sehr cool, sehr cool. Das mag ich. Aber ein Mythical mag ich noch mehr. Also komm, los. Neuen Empyrean Dragon. Okay, okay, okay. Ah, okay. Aber Empyrean Snake kann ich ja auch nichts dagegen sagen. Komm, gib schon. Gib. Was hat er überhaupt gezogen? Hat er einen Mythical Card gezogen oder was hat er gezogen? Dass hier da irgendwelche Feuerwerke waren? Ne, er hat einen Legendary gezogen. Okay, und noch einen Legendary. Sehr, sehr cool. Aber jetzt gib mal Mythical Pet. Ein Mythical Pet, Pet, Pet. Komm schon, los geht's. Ah, das ist ein Empyrean Fox. Nicht gut. Und ich habe fast keine Fantasy Coins mehr. Schade, schade, schade. Also denke ich auch, dass es heute nichts mehr wird mit dem Mythical. Mein Gott. Das Luck war heute mal wieder nicht auf meiner Seite. Und mein Inventory ist jetzt voll. Okay, Bruder. 699. Ich kann noch ein Ei öffnen. Ein einziges Ei öffne ich noch. Genau, auch dieses Big Masket zum Beispiel. Oder die Cat. Oder Slum. Wegpacken. Wie wär's? Ich kann auch die einfach mal wegpacken. Real Talk. So, dann mache ich noch drei auf und bekomme nichts. Sehr, sehr schön. Jetzt kann ich noch eins aufmachen. Und ich bekomme Ethereum Stallion. Ich muss jetzt mein ganzes Geld ausgeben. Mein ganzes Geld ausgeben. Bin mir sicher, ich brauche diese Arctic Foxes nicht mehr. Die Snowcat auch nicht. Diese Arctic Foxes auch nicht. Ja, 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 ja. Wird schon passen. So, mach auf. Und ein Legendary at least. Sehr, sehr schön. Aber jetzt kann ich mir keins mehr von denen kaufen. Dann kaufe ich mir noch schnell drei von denen hier. Und ich bekomme aus denen hier einen Hellhound. In Ernst? Dann kann ich mir noch... Ja, ich brauche sowieso auch einen normalen Phantom Wolf. Was? Mein Inventory ist voll. Oh, dann lösche ich die schnell. Ja, diese Hellchicks, wer braucht die überhaupt noch? Kann ich hier löschen. Die normalen Hellhounds genauso. Braucht ja niemand die Will-O-Wisps genauso. Obwohl, ich habe gar keinen Rainbow Will-O-Wisp zu dem Zeitpunkt in meinem Inventar gehabt, glaube ich. Aber diese Rainbow Hellchicks braucht ja niemand mehr. Dann kann ich die löschen. Und noch da ein bisschen was kaufen. Komm, Will-O-Wisp. Nein, gib mir ein gutes Pet. Ein gutes Pet. Ey, gib mir was. Ich brauche einen Phantom Wolf. Oder das Legendary. Ich hatte noch nie einen Standard Agony. Wäre auch cool. Nicht mal ein Mythical. Epic meine ich. Das ist schon ziemlich beschämend. Kann ich noch ein normales aufmachen? Noch ein normales. Und jetzt gib mir das Mythical. Mein Inventory ist voll. Ja, okay. Dann war es das mit dem Eier öffnen hier. Dann gehen wir jetzt zum Gold machen schnell und dann zum Fusen. So, ab zum Shop. Sehr schön. Make Golden Pets. Mache ich einfach noch schnell. Einen hier Legendary Ding Golden. Sehr schön. Success. So will ich das sehen. Und dann jetzt auch schon ab zum Beach. Hätte ich gesagt, ab zum Beach. Und ich de-equip mal meine ganzen Pets hier. So, damit ich auch sehe, was ich überhaupt fuse. Und ich habe jetzt einige Pets zum Fusen hier. So, jetzt schauen wir mal, was wir so fusen hier. Zum einen, man kann auch ganz klassisch anfangen mit... Oh mein Gott, habe ich hier von diesen... viele von diesen Stallions. So, ganz klassisch ein paar Empyrean Snakes. Da bekommen wir nämlich auch... Unser ersten Empyrean Fox raus auf Golden. Den wollte ich aber eigentlich nicht. Ich will das Legendary Pet haben. Nämlich das hier... Oh. Die wendet mir ich auch nicht. Aber Empyrean Foxes sage ich auch mal nichts dagegen. Ich will nämlich das Pet hier haben. Genau. Oh mein Gott. Auch nicht das hier. Ich will nämlich das Pet hier haben. Ja, genau das Pet hier werde ich haben. Den Suez Legendary. Genau den hier. Wie viele von diesen normalen habe ich überhaupt noch? Okay, da kann ich schon noch ein bisschen fusen. Ich kann auch mal ein bisschen was ausprobieren. Und zwar, wir können ja mal 8 Stallions zum Beispiel ausprobieren und bekommen daraus... Einen goldenen Empyrean Fox, okay. Vielleicht bekommen wir aber auch was Besseres aus dem. Zwar noch einen goldenen Empyrean Fox. Meinte eigentlich was anderes. Nehmen wir mal 6 von denen und 6 von denen und bekommen daraus dann einen Demon. Okay, 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 okay. Das ist nicht das, was ich will. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ich will einen Legendary. Ich will auch keinen Shadow Griffin. Oh mein Gott. Nehmen wir mal 8. 8, 8, 8, 8, 8. Und ich bekomme daraus... Oh, nein. Nicht das, nicht das. So darf es nicht enden. Das sind keine guten Pets, die ich gerade bekomme bei Infusen. Oh Gott, das sind keine guten Pets. Aber mit der 12er Strategie kann man gute Pets bekommen, Leute. Glaub mir, bitte. Please, 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 please. Nein, so 6 Imperial oder 8 Imperial Foxes probieren wir mal. Und wir bekommen, oh mein Gott, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, Leute. So, wir probieren 6 und 6. Das muss doch funktionieren, oder? Oh Gott. Okay, wir probieren 3 und 3. Das wird doch jetzt gehen, oder? 3. Ach, ich wollte eigentlich 3, 6 machen. Okay, probieren wir es nochmal. 3, 6. Also 6. 3 von diesen Stallions. Und jetzt noch 3 von diesen Empyrean Foxes. Und wir bekommen daraus einen Empyrean Fox in Gold. Naja. Naja. Machen wir weiter mit den Snakes einfach mal in normal und 12 Stück von denen.
Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind keine guten Pets, die ich gerade bekomme. Oh doch, ich habe einen zweiten Imperial Dragon bekommen. Oh, ja, nein. Habe ich? Weiß es nicht. Ich habe einen Agony bekommen. Ein Rainbow. Okay. Ich habe irgendwie auch einen Rainbow Agony bekommen. Weiß gar nicht, woher der jetzt kommt, aber ich habe ihn bekommen. Ich habe zwei Duffs in Rainbow bekommen. Oder eine? Keine Ahnung. Das weiß ich. Ich habe viel, viel, viel Zeug bekommen. Machen wir einfach mal die hier rein. So, 12. Und mal schauen, was wir hier rausbekommen. Ein Rainbow Agony. Okay. Weiter im Text. Und ich bekomme noch ein Rainbow Agony. Aus 12 von denen. Wollte eigentlich gar keinen Rainbow Agony, Bro. Ich wollte keinen Rainbow Agony, Rainbow Shadow Griffin rein und ich bekomme den Darf. Gott, 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 ich habe jetzt nur noch die Stallions über. Okay, dann machen wir es so. Wir machen jetzt nochmal 8 Stallions. Bekomme keine guten Pets hier raus. Bekomme keine guten Pets hier raus. Oh mein Gott. Und es ist noch eine Dorf. Okay, wir probieren es mal mit Goldpads. Mit Sach von den Goldpads, hoffe ich. Unable to fuse Pads. Try other Pads. Kann nicht diese hier machen. Warum? Okay, jetzt ging's. Hä? Warum ging's davor nicht? Ich verstehe nicht. So, 12 von denen und ich bekomme ein Legendary aus dem letzten Eck, glaube ich, einfach. Ein Rainbow. Legendary Pegasus. Ja, das ist der Legendary aus dem letzten Eck. Dann werde ich jetzt was anderes probieren. Und zwar 5 von denen hier. 6 von denen hier. Und diesen einen Legendary hier, Pegasus. Genau den hier. Und ich bekomme noch einen Legendary Pegasus raus. Gar nicht gut, aber es ist ein besserer Pegasus, also beschwere ich mich? Eigentlich schon, ja. So, ich will jetzt noch weiter diese Pets hier fusen. So, 12 und ich bekomme raus noch ein Pegasus. Was will ich denn mit diesen ganzen Pegasis? Mir noch 4 von den Stallions hier. Und ich bekomme noch ein Pegasus. Ich habe jetzt 3 von denen. Oh mein Gott, es ist viel zu viel. Okay, ich will jetzt noch ein Pegasus. Mit Absicht aber. Dann habe ich 4. Okay, okay, okay. 2, 4, 6 Agonies habe ich. 4 Pegasi. Und dann gib mir noch ein paar mehr Agonies. Das hier, perfekt. Und ich bekomme einen Empyrean Fox in Gold, ist auch okay. So, 8 Stück. Und ich bekomme daraus irgendwas, was ich nicht will. Noch 8 Stück. Und ich bekomme ein Unicorn. Das ist ein Unicorn. Will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Will das ganze Zeug nicht. Gib mir 3, 4, 5, 6 von denen und 6 von denen hier. Und daraus bekomme ich dann jetzt auch eine Duff. Schon wieder. Will keine Dorf. So, machen wir einfach mal die Dorf. Den Heavenly Peacock hier. Und keine Ahnung, das Zeug hier einfach mal rein. Und ich bekomme daraus noch einen Heavenly Peacock. Perfekt. Irgendwie ist Fusion komplett rigged bei diesem Ei. Ich weiß nicht, wie ich hier Empyrean Dragons rausbekommen soll. Keine Ahnung, Bro. Gibt es da eine Strategie dazu? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Diese hier ist sie nicht, nämlich. Ich habe mir nämlich gedacht, ich könnte hier vielleicht ein paar Rainbow Legendary, nein, Golden Legendaries rausbekommen, aber keine Ahnung, wie. So anscheinend nicht. Und hier bekomme ich jetzt auch keine Agonies mehr raus gerade. Auch sehr schade. Und das wird hier nichts. Das wird hier nichts. Dann gib mir noch ein bisschen was von dem hier. So, gib mir noch ein Unicorn an der Stelle. Oder ein, keine Ahnung, wie das Ding da war. Keine Ahnung, was ich da bekommen habe. Keine Ahnung, Bro. Weiß es doch selbst nicht. So, lass einfach noch 12 von denen machen hier. Und dann werde ich noch einen Legendary Fuse machen. Okay, ja, jetzt kann ich einen Legendary Fuse machen, glaube ich. So, habe ich hier 6 Pegasi, Pegasusse und 6 Agonies. Und mit den, oh mein Gott, der Strength 5, Reality, ach, das sind meine alten auch noch dazu. Okay, und mit denen hier zusammen werde ich jetzt irgendwas fusen, und zwar einen Empyrean Fox, dein Ernst, oder einen neuen Pegasus? Ja, es war ein Pegasus, ja. Okay, hat sich nicht wirklich gelohnt. Generell, dieses Fusen war ziemlich unnötig an der Stelle. Komm, are you sure? Okay, es ist, war komplett unnötig, sagen wir so. Lass einfach noch ein bisschen was von dem hier reinpacken. Mein Gott, ich weiß, dass ich mit Sinn fusen muss, aber jetzt gerade habe ich einfach keinen Bock mehr. Und ich bekomme einen neuen Agony. Gott, was soll das hier? Mir ist es egal. Kann ich 2 Legendaries machen? Vielleicht mit Glück. Okay, okay. Obwohl doch, ich sollte 2 Legendaries Rainbow machen können, wenigstens. Dann habe ich 4 von denen. At least. So, ja, 2 kann ich machen. Sehr schön. Und ich bekomme einen mit, keine Ahnung, welchen Enchantments. Und den zweiten mit, genauso keine Ahnung, welchen Enchantments. So, ihr habt die Enchantments. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Chestbreaker 1 und Diamonds 5. Diamonds 5 ist eigentlich okay, aber ich will es nicht haben, weil ich einfach, keine Ahnung, Diamonds farmen ist so nicht das, was ich will. Okay, dann equippe ich mal diese ganzen Pets wieder. Obwohl, nein, ich muss ja auch noch ein paar Empyrean Foxes auf Rainbow machen. Das hätte ich fast vergessen. Muss ich natürlich auch noch auf Rainbow machen, damit ich auch noch ein paar von denen in meinem Team jetzt habe. Die sind ja natürlich auch ziemlich gute Pets hier. Also, so. Kann ich auch 4 Stück von denen gleich Rainbow machen. Das ist sehr gut. Dann ist mein Team jetzt bald. Nur noch Legendaries und Empyrean Foxes. So, ja, okay, noch nicht ganz. Aber hoffentlich bald.
Mal sehen. So, Success. Perfekt. Und jetzt kann ich noch den Rest meiner Empyrean Foxes equippen. Habe ich irgendwelche guten Enchantments auf diesen Dingern hier? Irgendwelche Fantasy Coins 5 oder so? Weil sonst werde ich die gar nicht mehr equippen. Okay, ein Strength 5 hier. Es ist ja ziemlich egal, ob ich einen Stallion nehme oder einen anderen. Deshalb, ja. Den hier brauche ich. Den hier nehme ich auch. Fantasy Coins 3 nehme ich. Strength 5 kann ich nicht nehmen. Okay. Dann muss ich mal schauen, wie ich jetzt auf meine Fantasy Coins komme. Mit diesen ganzen Pets hier. Aber ich würde sagen, Leute, an der Stelle war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.